Herzlich willkommen zu meinem neuen Video, in dem ich euch ein paar einfache Algorithmen vorführen will, die in der Lage sind, Tic-Tac-Toe zu spielen. Ich habe vier Algorithmen implementiert, von denen einige etwas cleverer sind als die anderen. Wir werden einen Blick in den Python-Code werfen, werden aber nicht allzu tief ins Detail gehen. Den vollständigen Code gibt es zum Download auf meiner Homepage, Link in der Beschreibung des Videos. Ich werde auf ein paar Probleme eingehen, die mit der Rechenzeit zusammenhängen, und am Ende werden die Algorithmen gegeneinander antreten und wir schauen uns eine kleine Statistik dazu an. Als erstes aber schauen wir uns mal an, wie wir das Spiel in Python darstellen wollen. Tic-Tac-Toe spielt man bekanntermaßen auf einem Spielfeld mit 3x3 Feldern. Diese Felder wollen wir durchnummerieren und da Python von 0 anfängt zu zählen, sehen wir auch hier, wie wir diese Felder benennen wollen. Die werden eben nach diesem Schema von 0 bis 8 durchnummeriert. Dann sehen wir hier in dieser Zeile, dass wir das Spielfeld groß F als NumPy Array darstellen wollen mit drei Zeilen und drei Spalten, in denen jeweils Nullen drin stehen. Nullen deshalb, weil eben am Anfang des Spiels noch nichts in diesen einzelnen Feldern drin steht. Gleichzeitig wollen wir in der Liste Left uns merken, welche Felder noch nicht belegt sind. Das kann man zwar aus dem Array F berechnen, aber wenn man die Liste ständig mitführt und aktuell hält, führt das insgesamt zu weniger Rechenoperationen. Und schließlich haben wir hier noch die Größe Turn. Die gibt einfach an, welcher Spieler gerade an der Reihe ist. Und das ist eben am Anfang eine Zufallszahl, die entweder 1 oder 2 ist für Spieler 1 oder 2. Zusätzlich haben wir hier die Funktion has1, die schlicht und ergreifend das Spielfeld F einlesen kann und dann ermittelt, ob gerade durch den letzten Spielzug einer der Spieler gewonnen hat. Hier wird also geprüft, ob eine der Zeilen oder Spalten gerade mit Einsen oder Zweien gefüllt ist, beziehungsweise hier, ob eine der Diagonalen mit Einsen oder Zweien gefüllt ist. Und hier haben wir dann das eigentliche Spiel implementiert. Wir setzen die Variable 1 auf 0, das heißt, momentan hat noch niemand gewonnen. Und während dieser Wert auf 0 steht und während in der Liste Left noch Felder übrig sind, die man besetzen kann, wird das Spiel gespielt. Wir wählen also zunächst einmal mit der Variable Pick ein Feld aus, in dem ein Spieler seinen Marker setzen will. In diesem Fall ist es eine sehr einfache Wahl. Wir wählen zufällig Random Choice. Dann muss diese zufällige Wahl natürlich aus der Liste Left entfernt werden. Wir wollen unsere Liste aktuell halten. In diesen drei Zeilen wird dann der Marker in dem Spielfeld gesetzt. Schließlich wird die Variable Turn geändert, damit der nächste Spieler jetzt an der Reihe sein kann. Wenn Turn gleich 1 ist, wird der Wert auf 2 gesetzt und wenn Turn auf 2 steht, wird er auf 1 gesetzt. Das erreichen wir eben hier mit dieser Modulo-Operation. Schließlich wollen wir das Spielfeld ausgeben, damit wir den aktuellen Zustand auch sehen. Und dann testen wir, ob einer der Spieler gewonnen hat. Und wenn wir das einmal ausführen, dann sieht das Ganze so aus. Ich mache das mal ein bisschen größer. Ja, hoppla. Wir sehen, Spieler 1 hat angefangen und hat seinen Marker gesetzt. Dann war Spieler 2 an der Reihe. Dann kommt wieder Spieler 1 zum Zug und Spieler 2 und so weiter. Und wir sehen, diese Spieler sind nicht sehr clever. An dieser Stelle ist Spieler 1 kurz vorm Sieg. Spieler 2 versteht das aber nicht und setzt seinen Marker hier in die Mitte. Und Spieler 1 gewinnt durch Zufall das Spiel. Das, was wir eben gesehen haben, hatte natürlich noch nicht viel mit künstlicher Intelligenz zu tun. Der Spieler hat zufällig agiert und war dadurch natürlich nicht sehr clever. Deswegen wollen wir im nächsten Schritt
ein paar bessere Strategien hinzufügen. Zunächst einmal habe ich den Code etwas umstrukturiert. Wir sehen hier, dass eine externe Datei GameSimple importiert wird und an dieser Zeile sehen wir eben, dass sich dort eine Klasse namens Game befindet, in der eben die wichtigen Schritte dieses Algorithmus in kleinere Teile zerlegt wurden. Zunächst einmal haben wir eine Methode Play, die eben in der Lage ist, ein komplettes Spiel zu spielen. Dann haben wir verschiedene Methoden, die in der Lage sind, einen Spielzug zu machen. Wir haben einerseits Pick Random, was eben hier diese Funktion Random Choice aufruft und einfach einen zufälligen Zug macht. Wir haben Pick Minimax, was nach dem sogenannten Minimax-Algorithmus den nächsten Zug auswählt, und dazu gehört dann auch noch eine Iteration Minimax. Und schließlich haben wir hier Pick Monte Carlo, was nach einer Monte Carlo Methode versucht, den besten Zug zu erzeugen. Und dann sehen wir hier, dass wir im Hauptteil des Programms gar nicht viel machen müssen. Wir haben hier eine Schleife, die in der Lage ist, das Spiel mehrmals hintereinander zu spielen, mit unterschiedlichen Strategien, die ich hier anwählen kann. Wir haben also unterschiedliche Strategien jetzt für Spieler 1 und Spieler 2. Und wir zählen die Anzahl der Siege der beiden Spieler und können dann am Ende auch noch eine schöne Statistik ausgeben. Vielleicht ein paar kleine Details zu den Strategien, die ich jetzt in diesem Beispiel gewählt habe. Also zunächst einmal random haben wir ja gesehen. Wir wählen einfach ein zufälliges Feld aus, das noch frei ist. Im anderen Fall machen wir eine Monte Carlo Simulation. Monte Carlo Simulation bedeutet eben, dass man versucht, ein komplexes System dadurch zu verstehen, dass man sehr viele zufällige Tests macht und versucht, daraus irgendwelche Schlüsse zu ziehen. In unserem Fall würde das eben bedeuten, wenn wir in einer Situation sind, in der wir entscheiden müssen, welchen Zug machen wir als nächstes, führen wir für jeden möglichen Zug eine gewisse Anzahl an Simulationen durch. Ich habe mich hier für 10 entschieden, was sehr wenig ist, aber es spart eben auch Rechenzeit. Jede dieser Simulationen wird so lange durchgeführt, bis das Spiel beendet ist, weil ein Spieler gewonnen hat oder weil keine Züge mehr frei sind, oder wenn eben insgesamt 3 Züge gewählt wurden und immer noch kein Ergebnis feststeht. Ich habe die Tiefe dieser Züge eben beschränkt, damit das auch wieder etwas Rechenzeit einspart. Und wenn diese 10 Simulationen durchgeführt worden sind, wird geguckt, für welche Option ist die Gewinnwahrscheinlichkeit am höchsten. Diese Option wird gewählt, und wenn absehbar ist, dass ein Sieg in dieser Situation gar nicht mehr möglich ist, dann wird der Algorithmus zumindest mal versuchen, eine Niederlage zu vermeiden und eine Option zu wählen, bei der ein Unentschieden sehr wahrscheinlich ist. Und die andere Strategie, die ich implementiert habe, das ist der sogenannte Minimax-Algorithmus. Minimax-Algorithmen benutzt man in solchen Situationen, wo man eben 2 Gegenspieler hat, die gegenläufige Interessen haben. Das, was man macht, ist dann ganz einfach Folgendes. Wenn ich als Spieler an der Reihe bin und sehe, dass ich die Möglichkeit habe, in einem Zug zu gewinnen, dann werde ich selbstverständlich diesen Zug machen. Wenn ich nicht die Möglichkeit habe zu gewinnen, dann versuche ich in die Zukunft zu blicken. Dann schaue ich mir eben an, wenn ich jetzt einen Zug mache, hat dann mein Gegenspieler die Möglichkeit, im nächsten Zug zu gewinnen. Ich gehe bei Minimax immer davon aus, dass mein Gegenspieler optimale Züge macht und immer die Situation nutzt, also eine Situation nutzt, in der er gewinnen kann. Und wenn ich eben einen Zug mache, bei dem mein Gegner gewinnen kann, dann werte ich diese Situation als einen Zug, bei dem ich auf jeden Fall verlieren werde. Und so wird dann iterativ
werden die zukünftigen Züge bewertet und man wählt eben den Zug aus, bei dem man die besten Siegmöglichkeiten hat oder bei dem man eben vermeiden kann, dass der Gegner gewinnt. Und bei Tic-Tac-Toe hat man eben die besondere Situation, dass es, zumindest wenn man am Anfang des Spiels steht, immer möglich ist, einen Sieg des Gegners zu verhindern. Wir wollen uns jetzt einmal anschauen, wie diese beiden Algorithmen gegeneinander antreten oder beziehungsweise diese drei. Wir haben ja auch noch den Random-Algorithmus. Wir starten mal mit Minimax gegen Random und einer Zahl von n gleich 10. Das heißt, wir spielen 10 Spiele und schauen uns dann anschließend an, wie die Statistik aussieht. Wir sehen hier schon direkt, es dauert wohl einige Zeit, bis das Ergebnis kommt. Die Rechenzeit bei diesen Algorithmen scheint recht hoch zu sein. Ich würde sagen, ich hole mir jetzt erstmal einen Kaffee. Hier haben wir auch schon das Ergebnis. Wir sehen voller Überraschung oder vielleicht auch nicht, Spieler 1 hat alle Spiele gewonnen. Also dieser Minimax-Algorithmus scheint wirklich sehr gut zu sein im Vergleich zu einem zufällig agierenden Spieler. Wer hätte das gedacht? Das Besondere hier, was wir sehen, ist die Zeit. Für diese 10 Spiele haben wir 148 Sekunden gebraucht. Und das ist schon sehr lang, da Tic-Tac-Toe ja doch ein sehr einfaches Spiel ist und man eigentlich davon ausgehen sollte, dass so ein Algorithmus das viel schneller berechnen kann, als das hier geschehen ist. In der Tat kann man den Algorithmus auch noch an einigen Stellen sehr deutlich verbessern. Eine sehr einfache Verbesserung, die wir mit sehr wenig Aufwand durchführen können, ist die folgende. Ich habe bei Tests mal versucht herauszufinden, an welchen Stellen die meiste Rechenzeit drauf geht. Und das ist eben vor allem dann der Fall, wenn der Spieler, der nach dem Minimax-Algorithmus spielt, das Spiel eröffnet, weil er dann sehr viele Berechnungen durchführen muss, um eben zu entscheiden, welchen Zug er macht. Und gerade am Anfang kann man sich mit recht einfachen Strategien aushelfen, bei der eigentlich gar nichts berechnet werden muss. Beispielsweise könnte man dem Spieler sagen, wenn das Spielfeld komplett leer ist, dann setze deinen Marker irgendwo in eine der Ecken. Die Frage ist jetzt, wie machen wir das? Dazu gehen wir hier in die Funktion Pick Minimax. Hier sehen wir, die Funktion bekommt eine bestimmte Anzahl an Werten übergeben. Einmal das Spielfeld F, an dem wir eben sehen, welche Felder am Anfang bereits vergeben sind. Genauso die Liste Left, bei der wir sehen, welche Felder noch frei sind. Und mit Turn sehen wir natürlich, welcher Spieler gerade an der Reihe ist. Wenn jetzt wir in dieser Funktion Minimax drin sind, würden wir als allererstes einmal testen, ob die Liste Left noch vollständig ist. Das heißt, wir würden sagen, falls die Länge von Left gleich 9 ist, wenn also noch alle 9 Optionen zur Verfügung stehen, dann wählen wir als Option zum Beispiel Random Choice aus der Liste. Ja, wählen wir die Ecken zum Beispiel, dann haben wir 0, 2, 6 und 8. 0, 2, 6, 8. Und dann sagen wir Return Pick. Dann sollte die Funktion beendet werden. Und wir haben uns eben sehr viel Rechenzeit gespart. Schauen wir mal an, was diese Veränderung bewirkt, wenn wir jetzt noch einmal 10 Runden spielen. Das dauert jetzt wieder ein paar Sekunden, aber hoffentlich geht es etwas schneller. Ja, und hier sind wir bei 21 Sekunden. Und das war natürlich deutlich besser. Jetzt hat der Spieler 1 wesentlich schlechter abgeschnitten, nur noch 6 Spiele von 10 gewonnen. Aber bei einer so kleinen Stichprobe von n gleich 10 kann man hier auch durchaus von einer statistischen Abweichung sprechen. Das hat jetzt noch nicht zu sagen, dass wir durch unsere Änderung den Algorithmus schlechter gemacht haben.
Als nächstes wollen wir den Monte Carlo Algorithmus gegen die zufällige Strategie antreten lassen. Ich habe die Anzahl mal auf 20 erhöht, um zu sehen, was passiert. Und ja, in wenigen Sekunden sollten wir auch schon die Ergebnisse sehen. Wir haben 14 Sekunden gebraucht und haben jetzt die Hälfte der Spiele gewonnen mit der Monte Carlo Strategie. Aber wir haben auch sehr viele verloren, 7 Stück. Das heißt also, diese Strategie ist auf jeden Fall deutlich schlechter als die Minimax-Strategie, die ja, wenn sie richtig implementiert ist, niemals verliert. Insofern ja, ist das in diesem Fall wohl keine optimale Lösung für Tic-Tac-Toe. Aber wir wollen uns auch noch ein paar andere Fälle ansehen. Der vierte Algorithmus, den ich vorstellen möchte, nutzt maschinelles Lernen, um eine Strategie zu entwickeln. Das heißt, er spielt anfangs zufällig, nutzt aber seine Erfahrungswerte, um besser zu werden. In diesem Fall sieht das so aus, dass der Algorithmus anfangs zufällige Entscheidungen macht und wenn er dann ein Spiel gewonnen hat, dann werden alle Spielzüge, die er in diesem Spiel gemacht hat, positiv bewertet. Und wenn er verloren hat, werden alle Spielzüge, die er gemacht hat, negativ bewertet. Diese Werte addieren sich auch, wenn man mehrere Spiele hintereinander macht. Das heißt also, wenn man mit einem Spielzug sehr häufig gute Erfahrungen macht, dann wird dieser Spielzug entsprechend gut bewertet. Wenn ich jetzt einen Spielzug auswählen muss, schaue ich im Gedächtnis nach. Dann kann eben Folgendes passieren: die Optionen, die ich habe, die sind alle noch unbewertet, dann wird einfach irgendetwas Zufälliges ausgesucht. Wenn ich aber sehe, dass die Optionen unterschiedlich gut bewertet sind, dann suche ich die beste Option aus und auch alle anderen Optionen, die nur ein wenig schlechter sind. Und da kann man sich eine Grenze suchen. Ich habe die Grenze auf 5 Punkte gesetzt. Und dann werden all diese Optionen genommen und ich addiere zu jeder Option nochmal eine Zufallszahl von 0 bis 5, was eben dazu führt, dass man sich nicht allzu früh auf eine Option festlegt, selbst wenn ein Spielzug durch einen besonderen Zufall eine gute Bewertung bekommt, obwohl er eigentlich nicht besonders gut ist, kann es immer noch sein, dass durch die Zufallszahlen, die ich hier addiere, ein anderer Spielzug auch mal gewählt wird, obwohl er eine schlechtere Bewertung hat. Nachdem ich eben diese Zufallszahlen addiere, wähle ich nochmal die beste Option und diese wird dann für den nächsten Zug gewählt. Und damit komme ich eben einen Schritt weiter. Wir schauen uns mal an, wie das aussieht, wenn wir diese Strategie verwenden und gegen den zufälligen Spieler antreten lassen. Wir wählen hier mal eine Anzahl von 10 Spielen aus und gucken, was passiert. Wir sehen auch hier, dass dieser Algorithmus extrem schnell war. Der hat 18 Millisekunden gebraucht für 10 Spiele. Der Spieler 1, der nach diesem Algorithmus gespielt hat, hat allerdings nur 40% der Spiele gewonnen, war also sehr schlecht. Erhöhe ich mal das Ganze auf 1000. Was passiert dann? Dauert es ein klein wenig länger. Ich sehe aber, Spieler 1 hat schon recht gut abgeschnitten. Er hat 52% der Spiele gewonnen. Wenn ich das Ganze auf 3000 erhöhe, dann sollte das Ganze auch noch ein bisschen besser werden. Wir haben schon 67% der Spiele gewonnen. Und wenn ich jetzt auf, sagen wir mal, 10.000 Spiele gehe, dann dauert das natürlich noch ein wenig länger. Und nach 15 Sekunden sehen wir, wir haben 80% der Spiele gewonnen. Als nächstes wollen wir das Folgende machen. Ich kopiere hier einen Teil des Codes. Und wir machen zunächst einmal 5000 Testspiele, in denen der Algorithmus Zeit hat zu lernen. Hier wollen wir allerdings noch keine Bewertung abgeben. Das heißt, wir zählen nicht, wie oft der Algorithmus gewinnt oder verliert. Anschließend machen wir weitere 5000 Spiele, bei denen aber tatsächlich geschaut wird, wie oft haben wir gewonnen, wie oft haben wir verloren. Und das führen wir jetzt durch.
Wir spielen also wieder 10.000 Spiele, genauso viele wie im vorherigen Beispiel auch. Aber diesmal werten wir erst die zweite Hälfte der Spiele, in der wir davon ausgehen, dass der Algorithmus schon gelernt hat. Und wir sehen eben, dass hier dann nochmal eine Verbesserung der Performance stattfindet. Wir haben jetzt 86% der Spiele gewonnen. Wir sehen also sehr deutlich, warum man das Ganze maschinelles Lernen nennt. Je öfter dieser Algorithmus spielt, umso besser wird er auch. In der finalen Version meines Codes habe ich noch eine weitere Veränderung vorgenommen. Und zwar betrifft das wieder den Minimax-Algorithmus, der ja vorhin extrem lange Rechenzeiten hatte, was natürlich für große Anzahlen an Wiederholungen furchtbar lange Zeiten produzieren würde. Und ich würde gerne eine Statistik machen, bei der ich auch, bei der die Rechenzeiten natürlich eine Riesenrolle spielen. Deswegen habe ich hier jetzt das Folgende gemacht. Die Entscheidungsbäume, die der Minimax-Algorithmus verwendet, um zu entscheiden, wie er sich in welcher Situation verhält, sind ja bei jedem Spiel dieselben. Das heißt, ich kann natürlich diesen Entscheidungsbaum einmal zu Beginn aller Spiele generieren und immer wieder darauf zugreifen, statt in jeder Spielsituation, in der ich mich befinde, diesen Baum neu zu generieren oder eben jede Möglichkeit abzulaufen, die ich von dieser Spielsituation habe. Deswegen habe ich hier jetzt einerseits ein paar Größen hinzugefügt, beispielsweise Memory Minimax. Besagt einfach, dass ich hier speichere, wie gut eine gewisse Strategie bewertet wurde. Visited Minimax, das ist eine Hilfsgröße, die ich brauche, um den Baum etwas schneller abgehen zu können. Und was ich dann mache, ist eben, wenn ich hier ein Spiel, na, nein, das passiert nicht hier, das passiert in der Main-Funktion. Wenn ich hier das Ganze starte, dann sage ich erstmal Create Minimax Table. Das heißt, ich erzeuge mir den ganzen Entscheidungsbaum. Und auch hier habe ich ein bisschen was an der Performance geändert. Ich habe einen etwas besseren Algorithmus verwendet, um diesen Entscheidungsbaum aufzubauen. Und dann sehen wir mal, was passiert. Ja, es müssen nicht unbedingt 10.000 sein, aber bei 100 Wiederholungen Minimax gegen den Clever-Algorithmus. Was passiert? Wir haben zunächst einmal hier Building Minimax Table. Das heißt, ich habe diese ganzen Entscheidungsbäume. Diesen Entscheidungsbaum habe ich generiert. Das hat 2,7 Millisekunden gedauert und dann habe ich gespielt. Das hat nochmal 240 Millisekunden gedauert und das ist eben deutlich schneller als das, was wir vorhin hatten, wo 10 Spiele doch etliche Sekunden gedauert haben. Insofern haben wir hier nochmal ein bisschen Performance rausgeholt. Vor allem schlägt sich das dann nieder, wenn wir eben sehr viele Spiele machen. Dann wird hier auch die Zeit, die wir benötigen, nicht mehr drastisch steigen. Wir haben jetzt 2 Sekunden gebraucht für 1000 Spiele. Also das ist alles sehr, sehr harmlos. Ich habe dann, um einen besseren Überblick zu bekommen, die verschiedenen Algorithmen einmal alle gegeneinander antreten lassen. Und hier sehen wir auch die Statistik. Wir haben jetzt jede Paarung mit 10.000 Testspielen durchgeführt und sehen dann eben auch sehr schön einerseits, wie die Algorithmen gegeneinander abschneiden und auch wie die Rechenzeiten aussehen. Zunächst einmal hier auf der Diagonalen, wenn die Algorithmen gegen sich selbst antreten. Random gegen Random ist natürlich sehr ausgeglichen. 44% der Spieler hat Spieler 1 gewonnen, 43% Spieler 2. Sowas sollte auch zu erwarten sein, dass die etwa gleich stark sind. Und das Ganze hat 13 Sekunden gedauert. Minimax gegen Minimax. Hier sollte man selbstverständlich erwarten, dass alle Spiele unentschieden ausgehen, weil natürlich der Minimax-Algorithmus es immer schafft, den schlechtestenfalls ein Unentschieden rauszuholen, den Gegner niemals gewinnen zu lassen. Und
Dementsprechend hat hier niemand gewonnen. Wir haben 34 Sekunden gespielt. Monte Carlo gegen Monte Carlo erzeugt eine ähnliche Statistik wie hier Random gegen Random. 42% der Spieler hat Spieler 1 gewonnen, 42% Spieler 2. Und hier sehen wir, wir haben 1470 Sekunden gebraucht. Das heißt also, von den hier anwesenden Algorithmen ist der Monte Carlo Algorithmus bei weitem der langsamste, weil hier eben die Anzahl der Rechenoperationen durch die vielen Simulationen, die gemacht werden, extrem hoch ist. Wenn wir den Clever-Algorithmus gegen den Clever-Algorithmus antreten lassen, dann gibt es eben auch sehr, sehr oft ein Unentschieden, was ja auch zu erwarten ist. Man sollte irgendwie davon ausgehen, dass dieser Algorithmus lernt, mit der Zeit die Strategien ausfindig zu machen, mit denen man eben vermeiden kann, dass der Gegner gewinnt. Und hier haben wir eben auch 27 Sekunden. In der letzten Spalte habe ich jetzt noch was Besonderes. Clever plus 20.000. Das ist eben wieder diese Situation, dass wir den Clever-Algorithmus spielen lassen, aber 20.000 Testspiele vorher machen, um dem Algorithmus Zeit zu geben, zu lernen. Und wir werten dann erst die Spiele 20.001 bis 30.000. Und hier passiert etwas sehr Schönes, meiner Ansicht nach. Wenn wir Clever gegen Clever spielen lassen und 20.000 Testspiele machen, dann haben beide Algorithmen gelernt, die Strategie zu verwenden, die es eben dem Gegner nicht ermöglicht zu gewinnen. Hier sind alle Spiele unentschieden ausgegangen und ich möchte an der Stelle auch erwähnen, dass diese Nullen hier nicht gerundet sind. Hier sind tatsächlich alle Spiele unentschieden ausgegangen. Interessant ist aber auch, wenn wir uns anschauen, wie die Algorithmen gegeneinander gespielt haben. Die Random gegen Minimax ist relativ eindeutig. Minimax gewinnt 89% der Spiele. Sollte man auch erwarten. Minimax, das sehen wir hier auch sehr schön, Minimax verliert nie. Minimax gewinnt entweder oder spielt unentschieden. Monte Carlo ist so etwas durchwachsen. Wir sehen hier beispielsweise, Monte Carlo schneidet gegen Random sehr schlecht ab. Random gewinnt häufiger als der Monte Carlo Algorithmus. Also in diesem Fall ist das offenbar keine besonders gute Implementierung. Man müsste möglicherweise andere Parameter wählen mit mehr Wiederholungen, mit mehr Simulationen. Aber das geht dann natürlich auf Kosten der Performance, die ja hier auch schon extrem hoch ist. Monte Carlo gegen Minimax, das ist auch sehr interessant. Minimax spielt gegen Monte Carlo noch besser als gegen Random. Minimax gewinnt hier 94% der Spiele, gegen Random nur 89%. Wir sehen vor allem auch, dass Monte Carlo immer so um die 700 Sekunden braucht, außer wenn Monte Carlo gegen sich selber spielt, dann ist die Rechenzeit doppelt so hoch, was ja klar ist, denn dann brauchen ja beide Spieler so viel Rechenzeit. Dann haben wir hier den Clever-Algorithmus gegen Random. Der gewinnt 77% der Spiele und wenn er Zeit hat zu lernen, gewinnt er sogar 89% der Spiele. Interessant finde ich hier allerdings, dass er selbst nach 20.000 Spielen noch nicht die Strategien identifiziert hat, die es ihm ermöglichen, immer einer Niederlage aus dem Weg zu gehen. Das mag damit zusammenhängen, dass ein Spieler, der zufällig agiert, weniger gut dazu geeignet ist, die Strategien eines Spiels zu lernen, als wenn man mit einem Spieler konfrontiert ist, der weiß, was er tut. Wenn Clever gegen Minimax spielt, sieht es auch sehr interessant aus. Minimax verliert natürlich nie, schafft es aber tatsächlich 12% der Spiele zu gewinnen. Und im Falle, dass Clever noch völlig ungelernt auftritt, schafft Minimax sogar 60% der Spiele zu gewinnen. Das ist schon sehr gut. Wenn Clever gegen Monte Carlo gewinnt, dann sieht es auch so aus. Monte Carlo hat anfangs noch einigermaßen gute Chancen mit 11% Siegwahrscheinlichkeit. Sobald Clever ein bisschen was gelernt hat,
sieht das aber ganz anders aus. Dann schneidet Monte Carlo wieder extrem schlecht ab, sogar schlechter als Random, wie in den anderen Beispielen auch schon gesehen. Ja, und damit wären wir auch am Ende angelangt. Ich hoffe, ihr hattet Spaß bei der ganzen Sache. Falls euch der Code interessiert, wie gesagt, schaut in der Beschreibung des Videos. Dort habe ich einen Link hinterlegt. Falls ihr Fragen habt, schreibt einen Kommentar. Und ansonsten sehen wir uns beim nächsten Video. Ciao, bis bald.